Ich danke euch. Danke. Verzeiht mir. Wir beide werden nun Plätze tauschen. Ich wollte euch nicht anlügen. Und hätte ich eine Wahl, würde ich euch dieses Leid ersparen. Selbst wenn eure Absichten die richtigen sind und eure Natur euch helfen würde, die Zeit zu überstehen, ihr seid viel zu naiv, um ein wahrer Gott zu werden. Was habt ihr schon gesehen? Was habt ihr schon erlebt? In den Augen der Zeit seid ihr nichts als ein Säugling. Ich hingegen kenne die Geschichte der Menschheit. Und ich habe es mir verdient. Wenn die Zeit reif ist, werde ich als Herrscher der neuen Welt veranlassen, dass jemand euch von eurem Leiter löst oder euer Geist befreit wird. Aber bis dahin... Hierher, Sagira, schnell! Ach, Senia! Beim Namen der Sonne, geht es dir gut? Ich hatte solche Angst um dich, Elender Narr! Ich hätte zu meinem Wort gestanden. Aber wenn ihr spielen wollt, dann schön. Ich hatte genug Zeit, um zu üben. What? Okay. Nochmal. Ich hab's. Hey! Aua, Gesundheitstrank. Hey! Böse! Weg hier. Oder? Das wird der Kampf. Okay. Verdammt, ich kann nicht rennen. Slira, wo bist du? Was machst du da hinten? Au! Was war denn das für ein Scheiß? Na super. Okay, ja. Aua! Die Verdachten gemeinsam eine neue Welt erbauen können. Aber ihr werft alles davon. Ja. Ey! Ich war doch den Runen fern. Gut, nochmal. Flammbiss. Da, die
Die Schutzschilder sind beschädigt. Wir müssen die Generatoren zerstören. Welche Generatoren? Ja. Oh shit! Ja? Das sieht gar nicht gut aus! Bleib den Runen fern! Au! Hey! Ja! Schon wieder! Bleib von den Runen weg! Das waren alle. Stopp! Ambrosia! Oh. Mana-Trank. Ah, verdammt nochmal! Wieso kriege ich das nicht hin? Fokus. Und gut. Dahin und... Oh, die Schutzschilde sind wieder aktiviert. Scheiße. Genesungstrank, Mana-Trank. So. Gut. Gut. Genesungstrank. Auf die Generatoren, jetzt! Ja. Aua! Das wird gleich brenzlig. Renn! Hallo! Au! So, wo bist du? Hey, Ambrosia. Das
Nein! Ich darf sie nicht berühren. Ich darf sie nicht anschießen. Okay, nochmal. Flammenbiss. So, zack. Und I. Und zwar... Oh nein! Das war lange. Wie kann ich diese verdammte Kreatur töten? Ja, die ist so krank. Au! I. Jetzt kann ich auf die Generatoren, oder? Krustenbrot. Nicht so geil. Verdammt nochmal. Kannst du mir nicht ein bisschen helfen? Feuerelementar, Flammenbiss. Fokus. Okay. I. Krustenbrot. So. Flammenbiss. Ich. Das sieht gar nicht gut aus. Bleib den Drohnen entfernt. Gut, gut. Hey. Ach Mist. Speichern. Nein, Mist. I. Mich hat einer erwischt. Auf die Generatoren! Jetzt! Ja! Nein! Nein! Was habt ihr getan? Ich... Oh! Ich vermute, die Erklärungen müssen warten. Ich hatte da so ein Gefühl. Geh vor, ich folge dir. Gut, gut. Komm. Terlol, können wir dir noch helfen? Oder hast du schon alles... Ich hatte es vermutet. Spätestens als Yuslan und er mich einfach zurückgelassen haben. Der Sonne sei Dank habe ich dieses Portal gefunden. Und du glaubst,
Oh. Mein Kopf. Es ist, als würde er verbrennen. Puh. Das muss die Läuterung sein. Wenn es hier schon so stark ist, dann will ich mir gar nicht ausmalen, wie es denen an der Oberfläche geht. Spürst du denn überhaupt nichts? Na, ein bisschen. Dann hat der schwarze Wächter wohl die Wahrheit gesagt. Dass du anders bist, schützt dich. Saira, ich verstehe das nicht. Ich meine, du bist doch hier. Ich kann dich sehen. Wie ist das möglich? Kannst du wirklich nicht echt sein? Weiß ich nicht. Und was nun? Ist deine Entscheidung endgültig? Was wirst du tun? Ja. Eine Chance. Dann sollte ich jetzt aufbrechen, bevor es zu spät ist. Das Brennen wird immer schlimmer. Kyra ist nah genug, dass ich es mit dem Myraden erreichen könnte. Vielleicht wird die Goldene Königin auf mich hören. Und dann hängt alles von den Menschen ab. Du wirst nicht vergessen werden. Gleichlos beendet. Okay. Ja, das Leuchtfeuer zerstören. Komm, versuchen wir es zumindest. Schickes Standbild, was wir da haben. Ja, die sind schon wieder eine Stunde dran. Oh mein Gott. Was ist für eine Zeit dauert, das Ganze zu rendern? Das. Ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich muss die Steine zerstören. Oh. Hey, die Leute hängen hier nicht mehr dran. Warte mal, wer war das nochmal? Die Leute, die... Wer hat das nochmal erzählt, die Geschichte mit den Leuten, die bei Lebendigen... Die Novizin war das. Genau, die Novizin. Gehen wir immer zu dem Haus der Novizin, oder? Was machen wir hier? Eine große Philosophin sagte einst, dass jeder Wandel mit einem Moment der Klarsicht beginnt. Diese Momente zeichnen sich dadurch aus, dass sich in ihnen der Schleier öffnet, der all die unliebsamen Wahrheiten umgibt, deren wir uns eigentlich bewusst sind, die wir aber irgendwo vergraben, wo wir sie nicht sehen können. Und es sind nur diese Augenblicke, in denen wir eine Entscheidung treffen können. Die Entscheidung, die Wahrheit anzuerkennen und etwas zu tun, oder den Moment verstreichen zu lassen, bis sich der Schleier wieder schließt und wir wieder Sklave unserer Gewohnheiten sind. Ich glaube nicht an Revolutionen. Sie sind zu einfach, zu feurig,
und enden häufig in dem Gegenteil dessen, was sie bewirken wollten. Aber ich bin auch keine Zynikerin, die jeden Glauben an die Welt verloren hat. Wandel ist möglich. Aber er ist kein lauter Knall, sondern ein langer Weg, der uns immer wieder zu kleinen und manchmal großen Hindernissen führt, an denen wir entweder umkehren oder unter Entbehrungen weiterschreiten. Das Opfer derer, die als Prophetin in Erinnerung verbleiben wird, ist der Beweis, dass ich richtig liege. Ja, manch einer mag den Untergang Endereils als Triumph der Hohen deuten. Das war es nicht. Aber es war auch kein Triumph der Menschheit, sondern das Gewähren einer zweiten Chance. Die Hohen existieren dadurch, dass wir an sie glauben. Wir geben ihnen die Kraft. Und je mehr wir ihren Worten lauschen, je mehr wir sie hassen, desto mächtiger werden sie. Dieses Wissen und die Gerüchte eines zweiten Leuchtfeuers in den Steppen Arazeals geben mir den Glauben, dass die Prophetin nicht umsonst gestorben ist. Und dass die kommenden Monde uns, der Menschheit, einen Moment der Klarsicht bringen könnten, in dem wir die richtige Entscheidung treffen werden. Geil. Geil, geil, geil. Oh ja. Oh ja. Schick, schick. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und für ein Modder-Team, was sozusagen nicht kommerziell gearbeitet hat, ey, Alice Madness Returns, ne? Du kannst abstinken dagegen. Aber wirklich. Schwester, die High Ones, Daddy, ach wie geil, ah, schick, schick. Melissa Kornd, Melissa Elia, Claire, Dream Memory. Das ist Woman in Water. Oh mein Gott. City Guard 1, 2, 3, Female Bandit. Female Beggar. Leute.
Leute damit gemacht haben. Okay, es gibt viele Leute, die haben das mehrere Mal gemacht. Wels Bauke denn, Jan? Sau. Wie Zeit zum 2. Production, Acticraft, Media Design Hochschule. Oh, cool. Ja, also, es hat an ein paar Stellen gehakt, unsichtbare Wände, manche Texturen und so weiter. Es ist alles so. Ja, ist halt so, ne? Aber. Ach. Also, das Ding kann es durchaus mit Skyrim aufnehmen, würde ich sagen. Das kann es wirklich durchaus mit Skyrim aufnehmen. Ich sehe jetzt auf meinem Bildschirm nichts, weil er so weiß ist, weil ich ihn so hell gestellt habe. Ich muss jetzt auf meine Aufnahme gucken, um zu sehen, was da los ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt noch weitergeht oder nicht. Maus bewegen geht nicht. Es läuft nichts. Mein ganzes Zimmer ist hell dank meines weißen Bildschirms jetzt. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hatte es vermutet. Spätestens als Yuslan und er mich einfach zurückgelassen haben. Der Sonne sei Dank habe ich dieses Portal gefunden. Ja, ich würde sagen. Und du glaubst. Oh! Ich würde sagen, das ist jetzt ein nachträglicher Bug, aber ich glaube. Ist das da oben ein Scheinwerfer? Das ist ein Scheinwerfer, oder nicht? Gut. Ich würde sagen, wir hören hier auf und ich sage bis zum nächsten Mal. Bei einem neuen Projekt. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es wird. Vielleicht Resident Evil HD. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.